Es war noch nicht einmal Sommer, die erste Woche im Juni. Und doch schon ein schwüler, dunstiger Tag auf dem Feuerschiff Tessel. Alles dampfte. Die See unter der stechenden Sonne, das geschrubbte Deck vor den geöffneten Bullaugen, das Haschee auf den Tellern der Maschinisten und Matrosen. Der Koch, der den Männern wie gewohnt in der Reihenfolge ihrer Dienstjahre die Teller gefüllt hatte, war auf dem Weg zur Kombüse in der Tür stehen geblieben und hatte sich umgedreht, die leere Schüssel noch in den Händen. So stand er da und schaute den Männern beim Essen zu. Der jüngste Matrose blickte von seinem Teller auf und stieß den Maschinisten neben sich an. Der legte seine Gabel hin und bald starrte alle den Koch an. »Alles in Ordnung, Robert?« fragte Henk Kaag, der älteste Matrose. Aber der Koch antwortete nicht. Dem Haché war nichts anzumerken. Das Rindfleisch war zart, das Püree sahnig. Die bis fest gekochte Bohnen dufteten nach gemähtem Gras und frisch geriebene Muskatnuss. Und auch für die Männer war diese Mahlzeit wie alle andere. Der gewohnte Trost, der ihnen während der 4 Wochen Seetouren mit eiserner Regelmäßigkeit aufgetischt wurde. Die Mahlzeit teilte die Tage in berechenbare Stücke auf. Bruchteile des Lebens, die sie aufgabelten, wortlos kauten und hinunterschluckten, sodass sie in jenem dunklen Labyrinth verschwanden, in dem auch alle früheren Tage ihres Arbeitslebens zu einem Brei fast unkenntlicher Erinnerungen verdaut worden waren. Die Männer freuten sich auf die Mahlzeit, weil sie wie Striche auf eine Zellenwand den Augenblick näher brachte, indem sie das angekettete Schiff wieder verlassen dürften. Sobald sie bei der großen Ablösung über die Jakobsleiter an Bord geklettert waren, ihre Seesäcke in die Kojen geworfen hatten und die Sandam, die sie gebracht hatten, mit der abgelösten Schicht in der Dämmerung verschwinden sah, sehnten sie mit aller Kraft den Moment herbei, in dem derselbe Schließer wieder wie die aufgehende Sonne am östlichen Horizont erscheinen würde, um sie abzuholen. Der Schließer, so nannten sie die Sandam. Der eine oder andere Matrose träumte nachts regelmäßig den gleichen Traum, dass er, sobald die Sandam im Lee des Feuerschiffs lag, wie der Erlöser selbst übers Wasser laufen konnte, hinter sich eine flammende Flussspur aus Meeresleuchten, und dass er so die Texel für immer verlassen würde, als wäre sie seine Mutter. In Wirklichkeit mussten die Männer, wenn ihr 4 Wochen Seetörn herum waren und die Sandam in Lee lag, höllisch aufpassen, damit sie nicht auf der ersten Etappe der Fahrt zum Festland ertranken. Sie standen in einer Reihe an Deck und schauten zu, wie das Beiboot ausgesetzt wurde und mit einem leisen Platschen im Wasser landete. Nun wurde es ernst. Eine nach den anderen kletterte die Jakobsleiter hinunter und warf zuerst seinen Seesack in das bockende Boot. Dann kam der Moment, in dem er selbst den halsbrecherischen Sprung wagte, sich abstieß und vom Feuerschiff löste. Es war ein Sprung in die Freiheit, weg von diesem Gefängnis, von der Vergeblichkeit und Melancholie dieses verankerten Schiffs, das niemals fuhr und niemals ankommen würde. Die Männer schauten den Koch an. Er starrte zurück. Und nun begann die Texel leicht zu rollen. Das erste Vorzeichen einer Wetteränderung. Der Koch bewegte sich mit dem Schiff und er begann zu sprechen. »Gulle Kambing«, sagte er, »Ziegenkuri, aber von einem Böckchen, das noch nicht entwöhnt ist. Wenn man das einmal gekostet hat, weiß man, wie zart Schmorfleisch sein kann. Das vergisst man nie wieder.«